Ich weiß noch, dass ich zuerst dachte, das ist vielleicht nur was, weil der Arzt hat mir das auch so falsch erklärt, das sei nur so was temporär oder das könnte nur so was Vorübergehendes sein, was irgendwie mit den Pubertätshormonen und ich hatte einen grippalen Infekt und die Werte waren so hoch. Und dann kam ich ins Kinderkrankenhaus mit so einem, in so einer Art, man hat ja dann so eine Art Zuckerkoma oder ich hatte glaube ich irgendwie 600 oder sowas. Und lag am Tropf und ich weiß noch, dass ich irgendwie, dass ich zuerst dachte, gut, da muss man nur spritzen. Also ich finde, bis man von den Folgeerkrankungen nichts hört, empfindet man das nicht als so schlimm. Und ich habe das auch ganz falsch wahrgenommen. Ich dachte, ach Mensch, dann wenigstens wirst du dich bestimmt dann dein Leben lang gesund ernähren. Das hat sicherlich auch was Gutes. Also und ich habe dann aber jahrelang, weil ich eben 13 war und das so eine pubertäre Phase auch war, habe ich das versucht zu verdrängen oder ich war ganz trotzig. Also ich habe das vor meinen Freunden auch verheimlicht. Mir war das auch peinlich. Ich wollte nicht die Kranke sein oder die Gehandicapte, sondern ich wollte noch genauso gesund sein wie alle anderen, genauso wild leben, genauso meine ersten Alkoholerfahrungen machen, genauso feiern. Ich habe da eher so mit Trotz und Ignoranz drauf reagiert, was natürlich für den Körper nicht so besonders vorteilhaft ist. Aber ich erinnere mich, in dieser Anfangsphase hat man ja noch so Top-HbA1c-Werte, weil man hat ja sozusagen, sobald man dann erstmal anfängt zu spritzen, so eine Honeymoon-Phase heißt das ja auch. Und da habe ich immer gedacht, was ist denn das Problem? Also ich bin da mit HbA1c von 5,4, 6,2. Also das kam mir jetzt nicht so schwer vor. Und ich habe damals nie öffentlich gespritzt. Ich habe auch nie über die Krankheit gesprochen. Ich habe immer so getan, als wäre ich nicht krank, auch gerade vor so Gleichaltrigen. Ich habe das erst thematisiert, da war ich schon über 20, also nach so 7, 8 Jahren habe ich das erst akzeptiert, wenn man so, also akzeptiert habe ich es glaube ich bis heute nicht ganz, aber habe ich dann angefangen, das auch anders für mich zu nutzen und zu sagen, ich habe eine Krankheit und irgendwie habe dann eher so den anderen Weg eingeschlagen und das eben auch manchmal benutzt gegenüber Leuten, die nicht krank waren, dass sie mich nicht verstehen, dass ich was Besonderes bin, dass ich das jetzt so machen muss, dass ich so extrem sein muss, weil ich bin ja chronisch krank und ich bin ja allein auf der Welt und keiner versteht mich und ihr habt alle diese Gedanken nicht. Also ich habe mich, ich glaube, durch den Ausbruch der Krankheit schon sehr früh eben so mit der eigenen Vergänglichkeit beschäftigt. Und das hat mir vielleicht auch eine Tiefe gegeben, oder das ist jetzt so zu positiv formuliert, jedenfalls eine Auseinandersetzung mit kranken Menschen, mit überhaupt dem Sterben der Vergänglichkeit gegeben, die andere Leute, glaube ich, in dem Alter noch nicht so unbedingt haben. Weil man ja, wenn man 13 ist, eigentlich sich nicht so viel Gedanken darüber macht, wie das aussieht, wenn man vielleicht 60 oder 70 ist. Das, insofern habe ich dann mit 20 auch angefangen, der Krankheit dankbar zu sein und zu sagen, es hat mich auch, es hat meine Persönlichkeit auch positiv verändert. Also ich denke immer, ich weiß nicht, ob man sich das einredet, aber ich glaube immer, ich war schon immer ein extremer Mensch und ich habe schon immer gerne und intensiv gelebt. Wobei man das von einem 8-jährigen Kind natürlich nicht sagen kann. Ich habe das bekommen, da war ich 13. Das heißt, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht krank geworden wäre. Aber ich rede mir ein, dass ich diese Veranlagung zum Exzessiven hatte, dass aber der Diabetes sicherlich da nochmal das in ganz andere Höhen geschossen hat. Die mich eben noch extremer, also dieses Gefühl von, ich will jetzt leben, wer weiß, was morgen ist, dieses Bewusste, dieses auch manchmal Demütige, dass man sagt, wie, es ist noch alles gut, noch geht's mir toll, ich bin dankbar, ich möchte alles mitnehmen. Das, glaube ich, ist schon auch durch die Krankheit definitiv verstärkt worden. Wobei man, wie gesagt, natürlich nicht weiß, ist das eine Ursache des anderen oder umgekehrt? Also die Kausalität ist natürlich nicht ganz klar. Nimmt man die Krankheit als Rechtfertigung dafür, dass man sehr intensiv lebt und sehr viel vom Leben verlangt und auch von sich selber? Oder macht man es so, weil man die Krankheit hat? Das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden.
Also man sagt ja dann immer, man kann genauso alt werden wie ein gesunder Mensch. Oder es, mir wurde eben auch oft gesagt, es ist keine Krankheit, es ist eine Kondition. Sie sind nicht krank, sie haben auch keine Schmerzen, sie brauchen halt jeden Tag Insulin, aber sie haben eine sehr ähnliche Lebenserwartung. Was mir schon Angst gemacht hat, war immer dieses, sie können vielleicht erblinden irgendwann. Das hat man natürlich als 13-, 14-Jähriger begreift man das auch noch nicht so, wann und wie. Und dadurch, dass mein Onkel auch Dialysepatient war, obwohl er keinen Diabetes hatte und auch mit Mitte 50 gestorben ist, war mir auch dieses Nierenproblem immer. Das war auch immer so ein Damoklesschwert, was so über mir hing. So, oh Gott, du musst also bloß gute Werte, gute Eiweiß, gute Nieren. Also dass Laborergebnisse auf einmal so eine Relevanz haben und man eigentlich immer mit so einer tickenden Zeitbombe irgendwie im Hintergrund lebt. Das war mir dann schon relativ schnell klar. Und das war für mich auch schon niederschmetternd, natürlich, weil man ist jung, ich dachte irgendwie, ich habe mein ganzes Leben noch vor mir und auf einmal soll man eben so mit Einschränkungen leben. Die Angst war aber nicht stark genug, als dass ich mich an irgendetwas gehalten hätte. Also das Absurde ist, diese Angst war immer da, ich war aber dennoch nicht bereit, mich zusammenzureißen oder mich einschränken zu lassen. Im Gegenteil, ich habe dann erst angefangen zu rauchen, angefangen richtig viel Alkohol zu trinken. Ich liebe Süßigkeiten bis heute über alles. Also für mich gibt es eigentlich keinen Tag ohne Schokolade. Ich würde eher auf ein Stück Fleisch oder auf ein Stück Fisch verzichten als auf Schokolade. Also das hat bei mir jedenfalls leider oder vielleicht auch Gott sei Dank nicht diese Wirkung gezeigt, dass ich gesagt habe, ich verzichte jetzt total, sondern ich habe gedacht, ich lasse mir von meinem Körper doch nicht diktieren, wie ich zu leben habe. Es war eben, wie gesagt, so eine ganz starke Angst-Trotz-Phase. So, es wird schon gut gehen, ich beweise es meinem Körper. Also es war nicht die Bereitschaft da zu sagen, okay, ich bin jetzt ganz vernünftig. Und ich habe Freundinnen, die haben keinen Diabetes, die leben deutlich vernünftiger als ich. Ich habe Freundinnen, die würden wahrscheinlich sagen, das stimmt nicht, ich sehe mich falsch, weil ich bin auf der einen Seite schon diszipliniert. Ich mache zum Beispiel jeden Tag Sport. Das ist mir total wichtig. Oder ich habe auch zumindest ein schlechtes Gewissen, wenn ich sündige. Also es ist nicht so, wenn ich jetzt ganz viel trinke oder ich habe dann aufgehört zu rauchen, also vor 3 Jahren. Aber ich habe 18 Jahre lang geraucht. Mir war schon immer bewusst, okay, rauchen, Antibabypille nehmen und Diabetes ist irgendwie für die Gefäße jetzt nicht gerade die Spa-Wellness-Behandlung, sondern das war schon so, dass ich irgendwann, ich glaube, das ist auch Teil des Erwachsenwerdens, dass man irgendwann abwägt und sagt, ist es der Abend jetzt wert, muss ich jetzt wirklich so viel sündigen, brauche ich jetzt wirklich diesen Schokoladenkuchen noch. Aber wie gesagt, also so ein bisschen Süßigkeiten kombiniert mit Sport und versuche eben nicht dann die Fruchtcocktails zu trinken, sondern eher den Prosecco oder den Aperol Spritz. Das genehmige ich mir schon, weil ich einfach ein Genießer bin und ein lebensfroher Mensch bin. Und ich glaube, dass es meiner Gesundheit schlechter täte, wenn ich das alles unterbinde und mich kasteie und abstinent lebe. Und also ich glaube, das würde mir so viel Lebensfreude nehmen und so viel Elan und Euphorie nehmen, das wäre wahrscheinlich auch nicht gesund. Aber das kann natürlich auch sein, dass man sich das schön redet. Was mich manchmal nervt, ist, es gibt doch Tage, das kennt jeder Diabetiker, glaube ich, da machst du alles richtig und trotzdem hast du Scheißwerte. Ja, und du denkst einfach, warum? Du wirst einfach so wütend auf diese Krankheit oder auf dich selber oder du denkst einfach, nein. Und dann, du verstehst den Wert einfach nicht. Vielleicht, weil du hast irgendwo gegessen, es war doch Zucker in der Soße oder so, aber du hast das Gefühl, ich habe gespritzt, ich habe Sport gemacht, ich habe mich bewegt, ich habe eben nicht die Pasta gegessen, sondern das Stück Fisch mit Gemüse. Ich war gut zu mir, ich habe vorm Essen gemessen, und trotzdem klappt es nicht. Und das, dann vergeht einem, finde ich, so die Lust, es richtig zu machen, weil man einfach denkt, nee, dann nicht. Also so, das lasse ich mir jetzt nicht bieten. Dass man natürlich
derjenige ist, der den Preis dafür nur selber zahlt, ist einem auch klar, ja. Aber für mich war das manchmal so, dass ich gedacht habe, das ist es mir jetzt nicht wert, mich so zusammenzureißen, und man kriegt die Belohnung nicht, ja. Und wenn man die Belohnung natürlich bekommt, ich glaube, dann ist es das langfristig schon wert. Aber viele Menschen sind Kurzstreckenläufer, und ich bin das auch. Ich möchte schnelle Resultate. Mir kann ja keiner garantieren, dass alles gut geht, nur weil ich jahrelang mich zusammenreiße. Und dadurch, dass die Krankheit so schmerzfrei ist in den Jahren, in denen man noch keine Folgeerkrankung hat, ist es, finde ich, verdammt schwer, sich diese späte Belohnung so greifbar zu machen, so auszurechnen, dass man damit auch jeden Tag wieder vernünftig umgeht. Und zu mir hat mein Arzt gesagt, naja, die Krankheit kennt ja auch keinen Urlaub. Sie haben nie Ferien von dieser Krankheit. Und ich finde, das ist es so. Es gibt den Tag nicht oder auch die 5 Stunden nicht, in denen du dich nicht damit beschäftigen musst. Du hast nie Ferien davon. Und das macht sie, finde ich, so anstrengend, dass man nicht einmal morgens eine Pille nimmt und denkt, okay, jetzt mal 24 Stunden Ruhe, sondern jede Mahlzeit, jedes Mal, wenn man Sport macht, jedes Mal, wenn man unterwegs ist. Es nervt, wenn du in der Besprechung, ich arbeite auch als Anwältin, es nervt, wenn du in der Besprechung unterzuckert bist. Du willst da nicht schwitzen und zittern und unprofessionell wirken. Du hast nie wirklich eine Pause davon. Und ich glaube, das verursacht so eine gewisse, manchmal, dass man einfach sagt, ich will jetzt einfach gerade mal, lasst mich in Ruhe, ich will mich jetzt gerade mal nicht drum kümmern. Ja, natürlich. Also ich finde, in dem Moment, in dem man mit der Krankheit oder mit der Diagnose lebt, ist diese Angst immer da. Man kann die mal ein paar Tage verdrängen oder für einen Zeitraum. Aber wenn man sich gerade so ein bisschen, wenn man nicht gut zu sich ist oder wenn man gerade so eine ohnehin irgendwie traurig ist oder irgendwas im Leben läuft gerade nicht so, wie man will. Ich kann mich da auch gut selbst mit zerfleischen. Ich kann mich dann schon auch total da reinsteigern. Und wenn irgendwas ohnehin blöd ist, dann noch, ja, und ich habe noch Diabetes und ich werde sowieso nicht alt und es wird alles scheiße und ich habe nur noch 5 gute Jahre und oh Gott. Und also man kann sich, finde ich, auch gut runterziehen mit diesen Ängsten und diesem Gefühl von Zerstörung oder dass der Körper, also dass, ja, wie gesagt, dass man so eine tickende Zeitbombe hat und einfach denkt, lange klappt das nicht mehr so gut. Und dass einem das große, große Angst macht und auch eine große Traurigkeit und Verzweiflung auch auslösen kann. Und man versucht halt nicht die ganze Zeit dran zu denken, weil ich glaube, sonst macht man sich das Leben kaputt, dass es soweit ist. Und gesunde Menschen wissen ja auch nicht, wie lange es bei ihnen gut geht. Also ich tröste mich immer damit, oder was heißt tröste? Das Leben besteht nun mal auch aus Krankheit und Tod. Und man kann nur hoffen, dass es für die meisten Menschen irgendwie alles möglichst lange gut läuft. Trotzdem warst du ja mutig genug, deinem Arzt mal nach einem großen Blutbild zu fragen, ja, wie du in einem Artikel da sehr amüsant beschreibst. Vieles sollte man einfach nicht wissen. Ich glaube, man ist glücklicher, wenn man weniger weiß.